Pedersen, der Ex-Vorsitzende der sozialdemokratischen Jugend, überlebte den Terror auf der Insel Pyrian. Sein Freund Thorsten Blachmann betreute viele Monate Überlebende. Einer hat gerade die Ausstellung gesehen. Es war sehr hart und schmerzhaft, aber ich fand es richtig, hier zu sein. Es fühlt sich wie ein wichtiger Ort an. Natürlich ist es unglaublich schwer, aber es ist für die Generation, die nach uns kommt, wichtig, hier zu sein und es zu sehen und daraus zu lernen. Kontrovers diskutiert wird vor allem eine Zeitleiste mit Fotos und Dokumenten, die wird uns zumindest den Ablauf der Anschläge zeigen. Schwer zu ertragen, vor allem für jene, die dabei waren. Die Bilder bringen einen regelrecht zurück nach Israel, besonders was die Zeitleiste angeht. Man liest von der Verwirrung der Behörden und man stellt fest, wie viel Zeit vergangen ist zwischen dem ersten Notruf und einer Reaktion. In Oslo sind noch immer nicht alle Spuren der Maskenexplosion beseitigt. Lene Dersnet überlebte den Anschlag in ihrem Büro im zweiten Stock. Das Chaos in den Minuten danach wird sich